Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine ganze Menge Schnipsel mitgebracht. Jede Menge kurze Telefongespräche, die kurz und knackig sind, aber trotzdem ziemlich lehrreich, was wir hier eigentlich so ganz genau für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Sprechen Sie aus dem Telerand? Ja. Grüße Sie, Herr Telerand. Mein Name ist Bruno Meyer und ich sehe, dass Sie schon registriert haben für Online-Handel. Man versteht Sie kaum. Jetzt besser? Naja, auch nicht wirklich. Mein Name ist Bruno Meyer und ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben für Online-Handelssystem, Herr Telerand. Ach so, Genau, das ist der Grund meines Anrufs. Ich wollte einmal die Daten abgleichen. Falls Sie Fragen haben, die beantworten und dementsprechend zu gucken, ob wir weitergehen können. Aha. Haben Sie Zeit? Ja. Okay. Klaus ist der Vorname? Ja. Und Telerand ist der Nachname? Ja. Okay. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Wozu brauchen Sie das? Sie müssen über 18 Jahre alt sein. Ja, das bin ich. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Na, über 18 Jahre alt. Okay. Und wie alt, wenn ich fragen darf? Na, über 18 Jahre, haben Sie doch gesagt. Sie müssen doch nur wissen, ob ich über 18 Jahre alt bin. Und das bin ich. Okay. Ja. Sie wissen schon, dass wenn Sie bei uns starten, wir ein Verifizierungsdokument brauchen. Das heißt, Führerschein oder Personalausweis. Ja? Na, das kann man ja dann über dieses Postident machen. Das ist ja dann okay. Aber ich helfe Ihnen bei der Aktivierung und ich muss das hier eintragen. Ja, wie ist denn die App für das Postident? Was meinen Sie mit Postident? Na, für eine sichere Zertifizierung braucht man doch eine App. Normalerweise die Einfahrung dauert 5 Minuten. Herr Telerand, bei Ihnen ist es ein wenig laut. Sind Sie gerade nicht zu Hause? Doch, ich bin zu Hause. Bei euch ist lauter. Im Hintergrund schreit einer rum. Aha. Okay, Sie können mir einfach die Nummer der Karte sagen. Ich kann das bei uns mit übernehmen. Okay, einen Moment bitte, ich bin gleich für Sie da, ich schalte Sie ganz kurz auf Stumm. So, Herr Telerand, vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Ich habe mit der Finanzabteilung gesprochen und die haben gesagt, dass ich muss also wissen, wie alt Sie sind, bevor wir eine Zahlung machen, wissen Sie? Wir müssen wissen, wie alt Sie sind, damit wir das einmal hören. Ja, da kann ich Ihnen doch alles erzählen. Also da reicht doch aus, wenn ich sage, ich bin über 18, macht doch gar keinen Sinn. Da kann ich Ihnen doch jetzt sagen, ich bin am 17.08.1943 geboren und das können Sie doch eh nicht nachprüfen. Doch, wenn wir Ihr Verifizierungsdokument haben, dann schon. Ja, dann reicht doch, wenn wir das dann bei der Verifizierung nachher mitmachen. Okay, haben Sie Erfahrung in dem Bereich? Nö. Keine Erfahrung. Wollen Sie unsere automatische Software nutzen? Weiß ich nicht, ob ich das will. Das wird sich dann rausstellen. Okay, und mit welchem Betrag möchten Sie starten, Herr Telerand? Mit 25 Euro. Mit 25 Euro? Ja. Sie wollen mit 25 Euro starten? Ja. Okay. Aber das ist nicht möglich. Der Mindestbetrag ist 250 Euro. Ja, aber dann brauchen Sie mich doch nicht fragen, wie viel ich will, wenn Sie dann sagen, das geht nicht. Macht ja dann Ihre Frage überhaupt gar keinen Sinn. Ja, Sie können aber auch 300 sagen. Ja, aber wenn Sie die Frage stellen, dann müssen Sie auch damit rechnen, dass man weniger sagt, als Sie sich vorgestellt haben. Okay. Also möchten Sie mit 25 Euro starten? Genau. Okay. Und Sie haben keine 250 Euro? Das habe ich nicht gesagt. Okay, aber ich sage Ihnen, dass das nicht möglich ist mit 250 Euro.
Ist nicht möglich. Wissen Sie was? 250 Euro. Ach so. Ich gebe Ihnen gleich meinen Teamleiter. Ja. Ja? Mit dem können Sie dann sprechen. Oder der wird sich dann in kurzer Zeit bei Ihnen melden. Okay? Nee, geben Sie mich mal weiter. Na Mensch, ein absolut vertrauenswürdiges Gespräch. Vor allem, ihr habt ja sicherlich am Anfang des Gesprächs mitbekommen, dass er hier gemeint hat, bei mir wäre es ja so laut wie in einem Callcenter, ob ich in einem Callcenter sitze. Irgendwas scheint bei dem nicht so ganz richtig zu laufen. Herr Steiner? So? Ja, hallo, grüß Gott, Herr Steiner, mein Name ist Petra Müller. Ich rufe Sie an aus Bitcoin-Con, aus Bitcoin-Trade. Haben Sie ein Online-Handelskonto erstellt? Was für ein Ding? Online-Handelskonto. Ich hole meine Stimme wieder zurück. Können Sie ein bisschen... Ja, nun? Hallo? Ja, hallo. Ich hole Sie sehr schlecht, weil ich hole ganz gleich meine Stimme zurück. Ach so. Kann ich auch nicht ändern. Okay. Ach, das ist wieder gleich. Okay. Ich rufe Sie an wegen Kontoaktivation. Herr Steiner. So. Sie haben ein Online-Handelskonto erstellt. Sie sind auch jetzt gerade online. Deswegen ist es hier. Müssen Sie das Konto aktivieren? Ja. Aber es ist zu schwer für mich, mit Ihnen zu sprechen, weil Ihre Stimme höre ich dir ganz, ganz schlecht und ich höre meine Stimme nur. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Okay, stimmt, das ist nicht das Problem. Wie alt sind Sie, Herr Steiner? Wieso brauchen Sie das? Wie bitte? Wieso brauchen Sie das? Wir haben es gerade gesprochen, wegen Kontoaktivation. Ja. Vollständige Kontoaktivation. Ich brauche einige Daten von Ihnen. Diese Standardfragen. Wie alt sind Sie? Was ist Ihr Beruf? Haben Sie Erfahrung und so weiter? Ja, ich bin über 18, ich habe Erfahrung und außerdem arbeite ich. Wie alt sind Sie? Ja, über 18. Über 18? Ja. Über 18 oder über 80? Nee, über 18. 18, okay. Ja, und dann hat unsere nette Tante hier einfach gleich wieder aufgelegt. So stellt man sich das aus einem seriösen Callcenter wieder vor. Ich denke mal, sie wird hier das Alter falsch verstanden haben, weil ich habe gesagt über 18 und sie hat es mit 18 bestätigt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, weil die am Telefon ja immer wieder erzählen, dass sie erst Leute ab 21 nehmen. Weiß ich auch nicht so richtig warum. Ja, dass man dann da einfach auflegt und da keinen, ja, weiß ich nicht, keinen Profit mehr rausschlagen kann. Ja, mir ist es schleierhaft, aber auf jeden Fall ist es wieder absolut komisch hier am Telefon. Vor allem hat sie einfach aufgelegt, ohne sich irgendwie zu verabschieden. Ich gehe mal ganz stark davon aus, sowas macht ein seriöses Callcenter in der Regel auch nicht. Hallo? 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 Tja, also was das jetzt hier werden sollte, das kann ich euch auch nicht sagen. Habe ich tatsächlich ziemlich oft, dass einfach Leute anrufen und nichts am Telefon sagen. Wenn das Gespräch ein bisschen länger geht, dann gehe ich davon aus, dass die denn da einfach nur, ja, weiß nicht, Pause machen wollen auf Arbeitskosten und der Chef soll dafür bezahlen, dass die halt gerade nicht arbeiten wollen. So stelle ich mir das zumindest vor. Das hier ging ja ziemlich kurz. Weiß ich nicht, was die denn davon haben, wenn sie dann jemanden anrufen und dann nicht mal was am Telefon sagen. Hallo? Ja? Ja, guten Tag. Links am Telefon. Spreche ich den Kaktusein? Ja, Herr Kaktusein. Ja, Sie haben sich angemeldet, ein Handelskonto zu aktivieren. Ist das richtig? Mhm. Sind Sie volljährig? Ja. Wie jung sind Sie denn? Und Sie? Sie haben auch nichts Besseres zu tun. Was denn? Spaß zu machen. Wir wissen, wer Sie sind. Ja, wer bin ich denn? Ein Kackvogel. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, und Sie sind eine Betrügerin. Ist ja auf jeden Fall sehr nett, mit Kackvogel am Telefon angesprochen zu werden. Ich meine, klar kommt das immer wieder mal vor, dass die Betrüger am Telefon rausfinden, ja, oder sich denken können, dass das ein Spaßgespräch werden sollte, könnte, hätte, ich weiß es nicht genau, aber naja, ich finde, man sollte da zumindest seine Professionalität ein bisschen wahren und dann nicht ganz so unter der Gürtellinie fallen. Aber gut, das brauchen wir den Betrügern, glaube ich, nicht sagen, das können die sowieso nicht.
Hallo, guten Tag. Mhm. Dr. Bautermann? Ja. Hallo. Hier war das Gespräch auch ziemlich schnell schon wieder zu Ende. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Callcenter einfach schon wieder gesehen hat, dass da noch tausend andere Datensätze irgendwo im System rumschwirren. Weiß ich auch nicht, was das mit Datenschutz zu tun hat, wenn die da gleich sehen können, dass es diese Telefonnummer schon öfters mal in der Registration gab. Aber auf jeden Fall sehr auffällig. Bitte? Hallo? Hm? Guten Tag, ich heiße Jack und ich rufe Sie von Automatisiert Bitcoin System. Ja. Wie geht's Ihnen heute? Prima. Hallo? Ja. Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns, richtig? Ja, kann sein, ja. Hm. Wie heißt denn die Seite? Stock.cc. Ach ja, das mit dem Stock. Hm. Ja, und? Okay, und jetzt, ich bin Ihre Kontomanager und ich kann Sie assistieren, mit der Handel zu beginnen. Aha. Okay? Ja, ja. Haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihre Konto aktivieren? Mhm. Was hat denn da gepiept? Das war auf jeden Fall auch wieder ein unfassbar, sehr vielversprechendes, seriöses Telefonat. Er ruft an und quasi als allererste wichtige Frage, was ihn interessiert, ist, welches Zahlungsmittel ich denn besitze, um in seinem komischen Unternehmen mein Geld loszuwerden. Tja, so sieht's halt aus. Aber das passiert euch eigentlich auch nur bei betrügerischen Firmen und nicht bei seriösen Unternehmen. Hallo, guten Tag, Herr Schimmeldörner. Ja, guten Tag. Herr Schimmeldörner, mit Ihnen spricht Manuel aus Handelsplattform. Hören Sie mich? Ja. Also, Sie haben heute registriert für Handel, ne? Ja, habe ich. Genau. Also, ich bin Ihr Kundenberater, deshalb bin ich da, Ihnen weiter Informationen geben und helfen, ja? So, aber Sie können ja scheinbar nicht mal mit Ihr Telefon umgehen. Mit welchen Kollegen? Nee, Sie können ja nicht mal mit Ihrem Telefon umgehen. Wie bitte? Ich sagte, Sie können doch noch nicht mal mit Ihrem Telefon umgehen. Genau so sieht's aus. Er kann nicht mal mit seinem Telefon vernünftig umgehen und will mir bei irgendwelchen Finanztransaktionen helfen und Finanzgeschäften. Na, ich glaube ja wohl eher weniger. Tja, aber sowas ruft euch halt an. Und genau die Leute, die wollen von euch, dass ihr da jede Menge Geld einzahlt. Ich glaube, da sollte man definitiv lieber die Finger von lassen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, mein Name von der Firma Agentur für Energieberatung. Spreche ich mit dem Herrn Gerold Steiner? Mhm. Perfekt, wir haben Ihnen versprochen gehabt, dass wir uns sofort bei Ihnen melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Da haben wir jetzt auch grünes Licht. Deshalb schauen wir nochmal gemeinsam nach, was wir Gutes für Sie tun dürfen. Und zwar, Herr Steiner, die Postleitzahl ist die 12055 in Berlin. Ist das so richtig? Ja, aber da müssen Sie morgen nochmal anrufen. Warum morgen? Weil mein Telefonakku gleich leer ist. Okay. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Ja, haben auf jeden Fall nicht nochmal angerufen. Also zumindest nicht die nette Pippi hier und auch nicht in dem Kontext hier. Ich meine, ab und zu rufen die ja mal durch von dem Strom, bla bla. Ja, aber unterm Strich, zumindest nicht bei dem, was jetzt hier war mit dem Gespräch in Verbindung. Hallo. Guten Tag. Mhm. Spreche ich mit Herrn Luis Ornus? Das ist mein Vorname. Hallo. Ja, was denn? Ja, Erwin ist am Apparat. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ich sehe, Sie haben sich angemeldet, ja? Erwin und weiter? Es geht um Onlinehandel. Ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, wie heißen Sie denn? Damit Sie schon Ihren Handel beginnen. Wie bitte? Ich habe gefragt, wie Sie heißen. Ich noch einmal. Ich habe nicht verstanden. Ja, Ihr Name? Ich heiße Erwin Schulze. Aha, okay. Hm. Genau. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Was denn für ein Konto? Bitcoin. Es geht um Bitcoin. Haben Sie Interesse? Weiß ich
ich nicht. Ja, Sie haben sich angemeldet, Herr. Und da rufen Sie an. Bitte? Und warum rufen Sie an? Um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Das kann man nicht alleine, oder wie? Nein, ich muss Ihre Registrierung auf Ihr Konto von meiner Seite bestätigen, damit Sie während Ihrer Handel beginnen. Aber ich habe Ihnen ja gar nicht erlaubt, mich anzurufen. Herr, haben Sie Interesse oder nein? Ja, nicht an illegalen Werber anrufen. Ja, und genau nichts anderes als ein illegaler Werbeanruf ist das hier auch gar nicht. Er hat erstens keine Genehmigung, mich anzurufen, und zweitens ist es ein Werbeanruf, auch wenn er mir hier irgendein Paket verkaufen möchte, wo ich 250 Euro einzahlen soll, um hinterher Profite zu machen. Denn auch wenn euch eure Bank, Sparkasse oder ja wie auch immer euer Geldinstitut anruft, um euch irgendetwas zu verkaufen, dann ist es automatisch ein Werbeanruf. Auch dann, wenn es kostenlos ist, was die da euch geben möchten oder vermeintlich kostenlos. Dass es nicht kostenlos ist, das wissen wir ja auf jeden Fall. Und was auch klar ist, wenn man da sein Geld einzahlt, das sieht man dann am Ende nie wieder. Ja, und irgendjemand kauft sich davon was Schönes, nur ihr unterm Strich nicht. Denn ihr habt das Geld an diese Firma überwiesen und ausgezahlt bekommt ihr da definitiv nie wieder irgendetwas. Ja? Ja, hallo. Spreche ich mit Herrn Steiner? Ja, und? Was denn? Scheint das Interesse nicht so groß gewesen zu sein. Peppi, ich höre nichts mehr. Hallo. Ja, jetzt höre ich wieder was. Also die Verbindung ist sehr schlecht. Ich kann nicht Sie gut hören. Ich entschuldige Sie. Sie entschuldigen mich ja. Okay, aber ich kann gut hören. Leider kann ich nicht. Nee, sind Sie schwerhörig? Soll ich ein bisschen lauter sprechen? Also mal ganz im Ernst. Wenn sie schon mitbekommt, dass ich verstehe, was sie sagt, dann kann man sich ja trotzdem höflich verabschieden und sagen, dass sich nochmal jemand meldet. Ja, aber so, naja, wir wissen ja alle, was das hier eigentlich für Unternehmen sind, denn um Höflichkeitsfloskeln und sich mit euch nett zu unterhalten, geht es eigentlich niemals in diesen Gesprächen, sondern einfach nur darum, euch irgendwie möglichst viel Kohle aus der Tasche zu rauben. Ja, und deswegen braucht man sich ja dann auch nicht nett verhalten, weil letztendlich ändern sich die Namen der Firmen ja sowieso in der Regel nach ziemlich kurzer Zeit wieder und man kann die Firmen eh nicht mehr auffinden. Also gibt's ja auch keinen Ruf zu verlieren. Hallo, Herrscher? Ja, Herrscher. Wissen Sie, wer ich bin? Nee. Wir haben doch heute gesprochen. Kann sein. Marco Kowalewski. Weiß ich nicht. Sie wissen Sie nicht. Ja, hier rufen so viele an. Ach so. Also, Sie wissen ja schon, ich habe Ihnen gesagt, sind Sie vom Computer, Sie haben etwas Zwiebel gesagt oder keine Ahnung. Ach ja, da haben Sie dann einfach aufgelegt, ja. Genau, also ich mache mir keinen Spaß, sondern ich will mit Sie zusammenarbeiten. Aha. Und warum rufen Sie denn dann nochmal an, wenn Sie einfach auflegen? Macht ja gar keinen Sinn. Weil ich war ja sauer. Weil ich Ihnen die korrekte Antwort gegeben habe. Was für eine Antwort? Sie haben mich gefragt, welchen Browser ich benutze, und ich habe gesagt, den mit der Zwiebel. Und das ist tatsächlich wahr. Das nennt man Tor-Browser. Okay, dann öffnen Sie das kurz. Nö. Warum? Weil ich jetzt keinen Bock mehr habe. Bock? Ja. Warum sind Sie jetzt so negativ orientiert? Na, weil Sie aufgelegt haben. Kann ja nicht seriös sein. Wer ist nicht seriös? Na, Sie haben ja einfach aufgelegt. Sowas ist ja nicht seriös. Und dann? Das heißt, dass wir nicht studieren sehen. Das heißt, ich werde mit Ihnen definitiv nicht zusammenarbeiten, richtig? Haben Sie verkackt quasi. Ja, aber Sie haben doch mit mir Eier gespielt. Nö. Doch. Mhm. Und wie bleiben wir jetzt? So, weiß ich nicht. Wir können ja weiter telefonieren, dann kommt der Rest auch noch auf YouTube, ist mir ja egal. Sind Sie ein YouTuber? Natürlich. Echt? Machen Sie mit mir auch ein Video? Ja, man nennt das Audioaufzeichnung, ja, und daraus produziere ich dann ein Video, ja. Ja, okay, wie heißen Sie auf YouTube, wenn ich fragen darf? Das verrate ich nicht. Ja, bitte, ich will das nur schauen. Nee, das machen wir nicht. Ja, zeigen Sie doch, seien Sie ein Mann. Das hat ja damit nichts zu tun. Ja, ich will doch sehen, wer Sie sind und was Sie machen. Callcenter-Fan. Warten Sie kurz. Also, wie ist hier der YouTube-Channel? Na, Callcenter-Fan. Wie bitte? Callcenter-Fan. Also, Callcenter. Und dann? F-U-N.
Nee, Fun. Nur Fun, nicht Funny. Okay, wie schreibt das Mann? Ja, wie man Callcenter schreibt, solltest du ja wohl wissen. Und Fun ja auch. F, O, W, Ulrich, N. Hm. Okay, aber der sind ihn doch nicht. Nee? Genau. Hören Sie mich? Ja. Wie also Ihre YouTube-Channel heißt Callcenter von? Mhm. Okay. Sehr gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, winke, winke. Na, ich denke mal, wir sind uns hier alle wieder ganz, ganz doll einig, dass wir hier definitiv einen ganz seriösen Betrüger am Telefon hatten, der nicht unser Geld ausrauben wollte. Aber schon krass. Er legt einfach auf im Vorgespräch, weil ich gesagt habe, oder vielmehr, er hat gefragt, welchen Browser ich benutze und ich habe gesagt, ja, den mit der Zwiebel und dann hat er einfach aufgelegt, ohne irgendwas dazu zu sagen. Ich kann mich noch an das Gespräch erinnern. Ich weiß auch nicht, ob wir den Schnipsel schon haben. Das ist immer das Problem, wenn hier so viele anrufen und man dann erst später die Audioaufzeichnungen auf dem PC hochlädt. Die sind dann gerne mal so ein bisschen durcheinander und nicht mehr chronologisch so unbedingt sortiert. Kann ich euch nicht sagen, vielleicht hört er den Schnipsel definitiv hier nochmal. Ja, auf jeden Fall hat er einfach aufgelegt, um eben die Geschichte hier mal voll zu machen. Ich habe ihm ja eigentlich eine ehrliche Antwort gegeben, weil er mich gefragt hat, welchen Browser ich denn benutze und ich sage den mit der Zwiebel. Und dann hat er einfach aufgelegt. Und nun ruft er wieder an und sagt, er hat aufgelegt, weil er sauer ist, will mit mir aber noch Geschäfte machen. Ergibt es hier eigentlich noch irgendwie Sinn? Können wir mal irgendwie die Intelligenz bei den Leuten vorpoolen, die da am Telefon sitzen? Das macht da alles gar keine Logik, was die da machen. Aber gut, wenn die so arbeiten, dann können wir uns wenigstens sicher sein, dass sie nicht so viele Leute bescheißen. Hallo? Ich spreche mit dem Herr Karl. Mit wem? Mit dem Herr Karl. Was? Sie sind Herr Karl. Das ist mein Vorname. Ja, weiß ich. Und mit wem möchten Sie sprechen? Mit dem Herr Karl Klauberterbach. Klauberterbach ist mein Name, richtig. Ja, grüß dich, Herr. Grüß Sie und hallo. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Was? Wie geht es Ihnen? Alles gut? Entzückend. Wie bitte? Entzückend. Sie wollen mich verarschen jetzt. Sie rufen doch bei mir an. Ich habe doch noch Ihre Frage geantwortet. Auf die komische Frage, die ich schon kennengelernt habe. Komische Frage. Ja. Komische Frage, wenn jemand ruft an und fragt Ihnen, wie geht es Ihnen? Ja, irgendwie ist das komisch. Das ist komisch. Ja. Das ist komisch. Ja. Okay, die Anmeldung, die Sie gemacht haben in Online-Market, erinnern Sie? Was denn für eine Anmeldung? Die Anmeldung, dass deine Mutter einen Puff gemacht hat. Geht's Ihnen irgendwie nicht gut? Sie sind zu laut. Tja, ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Der hat sich hier definitiv super selbst verraten, dass er kein seriöses Unternehmen vertritt und definitiv nicht vorhat, uns mit irgendwas zu helfen, sondern einfach nur unser Geld zu berauben. Denn ja, welches seriöse Unternehmen würde auf einmal so explosionsartig am Telefon ausrasten und einen einfach nur beleidigen, nur weil man nicht so wie gewünscht und ja von denen geplant am Telefon reagiert? Ich finde es immer wieder einfach nur erstaunlich, dass solche Kreaturen hier bei uns überall anrufen und uns Europäer total auseinandernehmen wollen finanziell. Ja, und das funktioniert auch noch. Also es ist echt erschütternd, dass solche Leute wirklich einfach frei rumlaufen dürfen und einfach die Leute am Telefon belästigen können. Das Problem ist, dass die Behörden hier entweder nicht hinterherkommen oder schlichtweg nicht wirklich daran arbeiten, das Problem zu lösen. Denn, naja, weiß ich nicht. Letztendlich fehlt es hier scheinbar wie immer an finanziellen Kapazitäten, um hier mal wirklich ein bisschen mit Nachdruck an dem ganzen Problem zu arbeiten. Und dann kommt ja noch die typische Bürokratie, die wir hier in Deutschland haben. Lieber erstmal 20 Zettel ausdrucken, bevor wir überhaupt anfangen zu arbeiten. Tja, so ist es leider. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ja, das war's schon von unserem Video heute. Wenn ihr möchtet, ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Videos, die ihr euch auch gerne mal anschauen könnt. Bis zur Überbrückung, bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.